Jo Leute, heute habe ich was von Lego Disney für euch mitgebracht, nämlich die 43217, das Haus von oben, beziehungsweise dem Film Up. Aber bevor es losgeht, wenn ihr neu hier seid, hallo, wenn ihr öfters meine Videos anschaut, hallo, ich freue mich sehr, dass ihr wieder da seid, ich hoffe, es geht euch gut. Einer der unglaublich vielen Vorteile, die man hat, wenn man meinen Kanal abonniert, ist es nämlich, dass man eine extra Begrüßung am Anfang von jedem Video bekommt. Also, Kanal abonnieren, Begrüßung abstauben, dies, das, Ananas. Ihr wisst schon. Also, 43217, das Haus von oben, beziehungsweise das Haus von Carl Fredrickson aus dem Film oben. Hier ist die Vorderseite der Packung, relativ schönes Design, man sieht ein bisschen so Stadt im Hintergrund. Klassisches Disney-Packungsdesign meiner Meinung nach. Hier hinten sieht man ein bisschen die Details. Funktionen gibt es nicht wirklich, aber das ist auch nicht wirklich ein Set für das. Ich denke, die meisten Leute werden sich das als Dekoration hinstellen, weil der Film ist schon ein bisschen älter. Es ist auch aus dieser 100 Jahre Disney-Jubiläumsreihe. Und spielen dann nicht wirklich damit, sondern freuen sich halt nur bei den Details, dass sie da sind, dass daran gedacht wurde, weil es halt im Film irgendeine Relevanz hatte. 3,5 Figuren, 600 Teile, 54,99 UVP ist für ein Lizenzprodukt bei Lego eigentlich auch relativ vertretbar. Fangen wir gleich mal mit den Figuren an. Die sind nämlich herrlich. Generell, ich bin ein großer Fan von diesem Film. Man wird das wahrscheinlich im Laufe von diesem Video auch erkennen. Und ich freue mich sehr, dass ich dieses Set habe und dass ich euch das zeigen kann, weil es ist extrem cool gemacht. Fangen wir an. Hier haben wir Russell, den kleinen Pfadfinder. Warte mal, das fokussiert mich gerade. Russell, den kleinen Pfadfinder, mit seinen ganzen Abzeichen. Ein richtig cooler Haarmold mit integrierter Kappe, dass die so nach oben steht, genau wie im Film. Das Gesicht passt auch gut. Sein Rucksack ist mein Highlight. Der ist nämlich gebaut und mit ganz, ganz vielen coolen Details. Da ist eine Gabel, da ist ein Heferl, da ist ein Dingens. Was ist das genau? Weiß nicht, das wird im Film irgendwie auch was Relevantes gewesen sein. Ein Fernglas und das. Also viele Accessoires hat er dabei, wie sich das für einen Pfadfinder gehört. Richtig coole Figur. Daneben haben wir Carl Fredrickson, den Besitzer des Hauses, seines Zeichens Pensionist, mit seiner Gehhilfe, die auch sehr lustig gemacht ist, aus so einem Megafon mit einem Rollschuh unten drauf. Vorne bedruckt, hinten nicht. Genau, der Russell hat auch noch Dual Molded und bedruckte Beine. Ziemlich cool. Auf den Armen ist er auch Dual Molded, damit man sieht man das gescheit? Ah, das Licht ist so schlecht. Jedenfalls ist es gelb und fleischfarben bei den Armen von Russell. Das ist ziemlich cool gemacht, weil der sieht halt so aus. Carl Fredrickson, auch nette Figur, bisschen mehr basic. Dann haben wir hier eine sehr, sehr coole Figur, nämlich Doug, den Hund, mit einem ganz neuen Mold. Das sieht exakt so aus wie in dem Film. Wunderschön. Und dann haben wir noch die halbe Figur, nämlich das Eichhörnchen, das in dem Film auch vorkommt. Dann gibt es noch so ein bisschen Peripherie, abgesehen vom Haus. Da ist so die Gasflasche, mit denen die Ballons aufgeblasen wird, da hängen noch ein paar Ballons, bevor sie auf dem Haus montiert werden. Und ein Briefkasten und so eine Sandburg oder was auch immer. Halt kleines Dings zum daneben irgendwie drapieren, damit das irgendwie nett ausschaut. Hier haben wir das Haus selbst. Dem geneigten Beobachter wird aufgefallen sein, dass da oben ganz viele Ballons dran montiert sind. Das liegt daran, dass Carl Fredrickson in dem Film ganz viele Ballons an sein Haus bindet und damit losfliegen will, und der Pfadfinder hier läutet währenddessen gerade bei ihm an und checkt das gar nicht und fliegt dann unabsichtlich mit dem alten Herrn davon, und er erzählt ihm dann seine Lebensgeschichte, und es ist ziemlich traurig mit einer verstorbenen Frau und solchen Geschichten. Sehr schöner Film eigentlich, sehr, sehr schöner Film. Bautechnisch hat mir am meisten hier die Fassade gefallen, also dass hier diese Säulen beim Eingang dieser kleine Balkon, wie es so bei amerikanischen Häusern ist und speziell halt bei diesem Haus. Und da auch dieser grüne Erker mit den drei Fenstern rundherum, das war nett zu bauen, weil interessantere Winkel und so, das ist immer cooler als gerade nach oben bauen. Generell ist das Ganze nett verziert. Das Dach hat auch noch diese kleinen Pizzaeckfliesen als Verzierung drauf. Das ist alles einwandfrei. Am Dach sitzt ein Wetterhahn. Und wie gesagt, sehr viele Ballons. Das war viel weniger anstrengend zu bauen, als man dachte. Also als ich dachte, vor allem, wie ich angefangen habe. Man baut halt immer in verschiedenen Längen, also immer abwechselnd diese Ballons zusammen, klickt das dann auf diese kreisrunden, weiß nicht. Dieses Teil gibt es halt oft. Das ist halt so, keine Ahnung, achteckig oder so irgendwas. Man kann überall Sachen anklicken, klickt das da drauf und dann faltet man es einfach nur nach oben. Und das
flutscht dann alles ineinander und am Ende sieht das wie hier dieser schöne pralle Ballonball aus. Es gibt sehr, sehr viele kleine Details. Leider sind fast alle davon mit Stickern gelöst. Der Stickerbogen war riesig. Ich habe dieses Mal alle angebracht, weil alle Details, die zum Film irgendwie gehört haben, sind damit gelöst. Und ich mag den Film sehr gerne und ich wollte die Details gern haben. Normalerweise mache ich das nicht, aber hier hat das Sinn ergeben, weil es sind viel Bilder und sowas. Und da hängen dann nur irgendwelche Teils an der Wand und das bringt nichts. Die Anleitung war vergleichsweise dick für 600 Teile, damit man da auch wirklich keine Probleme beim Bauen hat. Sollte jeder schaffen. Es steht drauf, ab 9 Jahren, weiß ich nicht. Ich kenne sicher auch 6-Jährige, die das bauen können. Also, ja. Sei mal so dahingestellt. Also, die meisten Details befinden sich natürlich hinter Ihnen. Ah, genau. Eines will ich noch vor. Was ich am allerschrecklichsten fand, war, die Tür ist ein Sticker. Alles daran ist ein Sticker. Man klebt einen riesigen, 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 riesigen Aufkleber. Beziehungsweise zwei, auf jeder Seite einen, auf diese Tür. Das hat mich so genervt. Das hätte man auch bleiben lassen können. Aber ich habe dann schon die anderen Sticker aufgeklebt und habe es bei dem auch gemacht. Dann schauen wir uns hier mal die Räume einzeln an. Wenn man reinkommt hier, ist da an der Wand diese süße Pendeluhr, eine Pflanze und da ein Bild. Das kommt auch so in der Serie vor. Nebenan ist das Wohnzimmer, da kann man auf den schönen Lehnstuhl den Karl setzen. Oben sind Bilder von ihm und seiner Frau oder nur seiner Frau. Und hinten im Fenster sieht man das, steht so ein bedruckter Minifigurenkopf, da steht so Paradise Falls auf der einen Seite und auf der anderen Seite sind Münzen drauf gedruckt. Das sieht man durchs Fenster. Das ist ihr Sparglas, wo sie für einen Ausflug zu eben den Paradise Falls gespart haben. Also es sind sehr viele kleine Details beachtet. Da ist noch ein Fernseher und im Hintergrund ist eine Kiste und in der Kiste ist das Adventure Book, also das Buch, wo die ganzen Abenteuer niedergeschrieben sind. Das ist auch ein Sticker. Ich kriege das jetzt nicht heraus, so wichtig ist das nicht. Das ist so ein klassisches Lego-Aufklappbuch und in der Mitte biegt man einen Sticker rein mit dem Adventure Book-Dingens. Und dann haben wir noch das Schlafzimmer. Das ist sehr nett gemacht auch. Vor allem das Bett. Ich meine, die meisten Betten werden sehr ähnlich gebaut. Das war ein bisschen anders, weil das halt kaum fokussiert. Genau. Das hat halt diese coole Patchwork-Decke drauf. Daneben noch so ein Nachtkastel. An der Wand hängt noch ein Bild von der Frau von Carl Jacobsen. Nein, Fredriksen, Entschuldigung. Carl Jacobs ist wer andere. Das er betrachten kann, bevor er einschlafen kann, und das ist es eigentlich. Hier hat man noch diesen kleinen Erker, der war auch ganz nett zu bauen. Sonst das ganze Ballon-Dings ruht hier auf dieser Technikkonstruktion. Das ist da, da ist so ein Liftarm und man klemmt halt dieses lange Teil dran und dann steckt man oben die Ballons drauf, würde ich sagen. Ich weiß nicht, ich sauge mir jetzt schon wieder Kram aus den Fingern, irgendwie habe ich alles hergezeigt. Ich glaube, viel mehr gibt es nicht zu sagen. Ich hoffe, ihr habt trotzdem ein paar sinnvolle Informationen aus meinem Video erhalten. Wenn es euch gefallen hat, schön. Wenn nicht, schade, tut mir leid. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal. Also, wenn ihr wollt.